Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers. Ich habe hier irgendwas gesehen. Ja, ich habe Dem es richtig Zwerg. gesehen. Hier war was kaputt. Was kaputt? Naja, das war wieder nicht richtig repariert. Ich habe wunderbar repariert. Antenne. Das hat er bestimmt selber kaputt gemacht, liebe Freunde. Naja, selbst auf Video ist ja Er sagt alles immer, beweisen. ich war das, ja, und dann hat er selber gemacht. Ich kann alles beweisen. Ich nehme das Feuer auch auf. So, Kommunikation und die Stahlrohre. Alter, schön. Das geht super mit dem Nickel. Ich habe jetzt schon 20.000 Nickel dabei. So. Das butterweicht, das Zeug. Butterweich, sagst du? Ja, butterweich. Gibt es eigentlich schon T-Shirts? Nee, immer noch nicht. Also ich habe mich Eieiei. da auch, muss ich sagen, noch gar nicht drum gekümmert. Also zu Gamescom will ich welche haben, ne? Ist ja schon bewusst. Also da ist mal Wann Zeit. ist denn überhaupt Gamescom? Hier interessiert mich immer gar Da. nicht. Warte mal, ich glaube, so um den 6. August rum müsste es dieses Jahr sein. Ja, bis dahin. Ja, tu, ich sag das lieber schon jetzt. Ja. Sicher ist sicher. Und zu Gamescom, Gönner, hast du eigentlich an die T-Shirts gedacht? T-Shirts. Welche T-Shirts? Ich sehe Ja, das kommen. Gamescom ist so gar nicht meins. Na, hast keinen Bock drauf? Nee, Also, ich auf bin auf jeden Fall dort. allerkeinsten. Also, Also, wenn ich da irgendwann mal eingeladen werden sollte mit Presseausweis und so einem Quatsch, dann gehe ich dahin. Aber als normaler Besucher, allerkeinsten. Das ist, abgesehen davon, dass das abnormal voll ist ja, und klar. richtig stinkt in diesen Hallen, Ja, ich kenne das. stehst du dann auch noch für Spiele, die auch mal irgendwen interessieren. Ja, Sieben gut, also Stunden an oder so für ein Spiel, was du 2 Monate später so lange spielen kannst, wie du willst. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich werde mich auch definitiv für keine Spiele anstellen. Das ist, erstens, du stehst da halt wirklich stundenlang rum. Was ich interessant finde, ist halt einfach, dass Leute kennenlernen dort. Finde ich halt super interessant. Also, ob jetzt YouTuber oder Zuschauer, sei jetzt mal erstmal egal, aber einfach mal Leute kennenlernen, die halt auch gerade zu dem Zeitpunkt da sind, was ich total cool finde. Nee, ich kenne schon Leute. Echt? Kennst du Ich kenne jemanden? schon ein paar Leute. Ja. Die reichen mir. Ah, toll. Die nerven mich schon genug. Vor allem ich. Gönner, Wer lass uns kann? aufnehmen. Los jetzt. Aber ich will nicht spielen. Es läuft immer so, der Zwerg schreibt mich an, ey, lass aufnehmen. Dann schreibe ich, nein, nicht schon wieder mit dir. So ein Scheiß. Mann. Kein Bock mehr. Kann ich denn keine ordentlichen YouTuber kennenlernen? Ja. So So ist läuft das. das. Viele wissen das ja gar nicht. So. Du kannst dann auch mal Bescheid sagen, wenn du Lust hast, dein Ungetüm von Triebwerk hier, von unserem Deck zu entfernen. Ne? Was? Überlasse ich dir. Ja, das Triebwerk, was auf unser Schiff zeigt. Ja, das werde ich ja sowieso noch umbauen müssen. Ja, eben. Der Gönner macht's ja nicht. Nee. Siehst Aber du? noch nicht hinter dir her. Wer bin ich denn? Ja. Die Zwergenputzfrau. Warum kann ich denn hier? Warum kann ich mich verarschen? Wir sind jetzt mit keinem Schiff verbunden. Antenne. Jetzt haben wir zwei Antennen. Nice. Anscheinend haben wir schon eine. Hatten wir vielleicht unten im Maschinenraum eine gebaut gehabt, die nie fertig geworden ist? Anscheinend hast du irgendwo eine gebaut, ja. Ja, das hast du gebaut, Junge. Deck 3 war Anscheinend. Nee, deins. nee, nee, warte, 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 warte. Das ist die Antenne von meinem Schiff, was angedockt ist. Weil die geht Ah. nur 5000 Meter weit, das kann nicht sein. Ja, zumindest sehe ich jetzt schon mal Antennen, was schon mal sehr angenehm ist. Und wir fliegen gerade durch den Schatten. Alter Schwede. Selbst der kleine Bohrer macht es mittlerweile. Er macht schon einen richtig guten Job eigentlich. So, was braucht man jetzt? Platin und Platin und Silber ist so das nächste Hat Projekt. auch nichts drauf damit. Schauen wir mal da drüben, das schaut doch gut aus. So, Eisen. das haben wir schon mal erledigt. Jetzt habe ich schon ein neues Projekt. Uran. Was bist denn du eigentlich? Stein. Naja, gut, Stein brauchen wir jetzt nicht zwingend. Da haben wir schon mehr als genug. Das kriegen wir Weiß man den wieder. Verbinder ab, ne? Was? Verbinde? Oh. Hä? Warum habe ich das denn jetzt nicht aufgenommen? Ich hab noch 1300 Einheiten Platz, baue was ab und alles fällt zu Boden. Überhaupt keinen Sinn. Gönn dir! Am nächsten nicht? Sinnlos. Nicht sinnlos. So, gucken So. wir, was ist hier? Eisen, Uran, ich brauche. Nice. Oh, wie heißen die denn nochmal? Wie heißen die Pistons denn nochmal hier? Welche Pistons? Oh.
Warte. Ich schau schnell. Ach, das kann Kolben. Ich. Kolben, ja. Das ist auch eine Namensgebung, ey. Ja, Wahnsinn, oder? Grandios. Also ich habe schon festgestellt, der Bohrer braucht ein starkes Triebwerk. Da werde ich nochmal ein großes Triebwerk dran setzen. Weil Strom genug ist ja tatsächlich da. Aber gerade mit so den, wo wir noch an einem großen Asteroiden waren, das war einfacher. Da hattest du es nicht so weit. Aber jetzt ist es zwar echt schon ein bisschen, wenn du da Rohstoffe suchst, bist du ordentlich am Fliegen. Bist du da mal was gefunden? Mit unserem großen Schiff auch woanders hin, also. Ja gut, aber das muss ja gar nicht. Also geparkt finde ich es jetzt eigentlich da ganz gut. Aber ist halt immer so eine Sache, solange da noch nicht alles fertig ist mit dem Wenden und so weiter, das ist halt nicht einfach. Ja, wir müssen es halt erst fertig bauen, das stimmt. Platin, wunderschön, habe ich gefunden. So, und jetzt baue ich noch einen Verbinder. Da unten. Brauchen wir dann nur noch ein bisschen Silber und dann haben wir eigentlich alle Rohstoffe einmal abgefarmt jetzt. Es sollte uns auch für die nächste Zeit erstmal wieder ein bisschen Luft geben. Ah, genau zwei Computer fehlen mir, das ist ja wohl ein Scherz. Kannst du mal in den in der Produktion mal gucken, dass noch alle Fabriken laufen? Ja, mach ich sofort. Wieso mal gerade? Ah, ne, ich geh unten rein. Komme ich denn hier überhaupt dran? Ach, da. So, ich brauche Computer, hatte ich gesagt, ne? Mhm. Haben wir gar nicht mehr, sehr schön. Haben wir gar keine mehr? Der läuft nicht, kein Eisen mehr. Der läuft nicht, kein Eisen mehr. Der läuft nicht, kein Eisen mehr. Wir haben gar kein Eisen, also de facto. Der hat kein Eisen mehr, der hat kein Eisen mehr. Und der hat. Der stellt nichts her. Okay, weil das war jetzt ein dezenter Hinweis an mich. Alter, bring Eisen ran, ja, sonst. Ja, so ein bisschen. Du hast es verstanden. Ja, ich bin stolz. Ich verstehe dich doch. Ja. So, wir müssen nur miteinander reden. Ich komme mal wieder heim und organisiere dir mal ein bisschen Eisen. Jo. Wenn du schon danach bittest, danach verlangst. Das hier war jetzt Schritt 1. Du kannst mal was probieren. Komm mal her. Bin schon auf dem Weg, ich komme steil rein. Ich bin an der linken Seite. Wow, ja. Bist du denn? Ach, da hinten, okay. Komm mal zu mir, siehst du mich? Ich sehe dich, ja. Und dock mal hier an den Verbinder an. Okay, langsam, muss ich langsam machen. Boah, butterweich. Sollte das gerade ein Verbinder-Andock-Geräusch sein, dann war das sehr ekelhaft. Ja, allerdings, ich muss gerade mal gucken, wie ich hier dran komme. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Links. Nicht drehen, sondern links. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich muss mit dem Kopf ein bisschen rumkippen. Andere Seite. Genau, jetzt nach links noch. Da unten, ja. Sehr schön. Alles gut, hat sich erledigt. Nö, passt jetzt. Jetzt, wo ich angedockt bin, kann ich auch gleich mein Zeug abgeben. Ja, aber ich muss hier weiterbauen. Ich bin ja schon weg. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ist ja gut. So. So, wieder. Jetzt sind wir wieder frei für die Folge, Leute. Jetzt können wir nämlich richtig hart Eisen abfarmen hier. Und das geht ja quasi vor der Haustür. Oh. Wenn du jetzt O sagst, so dann krieg ich immer ein bisschen Zustände, verstehst du? Ja. Einfach O sagen. Oh, unser Schiff gibt Vollgas. Ich bin auch mal weg. Oh Mann. Wobei ich glaube, bis unser Kahn beschleunigt, ja, schaffe ich es selbst mit dem Bohrer hinterher zu kommen. So. Wobei, bis wir zwei Helden das bemerken, dass der Vollgas gibt, dann ist er wahrscheinlich schon auf Geschwindigkeit. Ja, wollte ich gerade sagen, bis wir merken, dass unser Schiff abhaut, ist eh schon vorbei. Oh, ich habe hier Schwerkraft. 1G. So. Dann brauchen wir jetzt, erstmal abgesehen von der Farbe, die ich hier noch übernehmen muss. Die Kamera. Moment mal, die muss bestimmt mit dem Kameralogo nach oben. Das ist schief. Das machen wir direkt richtig.
Ja gut, du siehst es ja, wie rum die richtig ist, wenn du die Schrift einfach lesen kannst. Ja, genau, das meinte ich. Ja, ja. So. Dann mache ich jetzt Folgendes. Unser Cockpit wird jetzt noch ein wenig erweitert. Oh. Ja, wobei mir kann nichts passieren. Ich grabe mich einfach in den Asteroiden ein. Ja, dann treffen mich die nicht mehr. Doch. So. Manövrieren mit Zwerg, ja? Ihr Grundkurs für den erfolgreichen Weltraumpiloten. So. Wenn Sie mit dem Kopf in ein Bohrloch stecken, was tun Sie? So. Dann würde ich jetzt ganz gerne umkehren. Wie umkehren? Ach, ich befürchte, das war der Falsche. Brauchst du gerade schon, an Überwachungssystem. Nö. Ne, ist doch der richtige, ist noch extrem langsam. Sehe ich das denn überhaupt? Ach, warte mal, jetzt weiß ich, was du vorhattest mit Kolben. Ach ja. Okay. Das ist mir wieder eingefallen. Das ist aber schon länger her, dass der Vorschlag kam. Ja, das ist schon länger her. So. Dann kommt jetzt hier alle Blöcke, Kolbenverbinder links auf die erste Taste mit umkehren. Gleichzeitig wollte ich den ein bisschen schneller machen. Jetzt bräuchte man natürlich noch sowas wie Remote Control, dass du quasi im Schiff sitzen bleiben kannst und das Kommando dann geben kannst, wenn ja, du am Andocken bist. Grade. Ist ja gerade jetzt fertig gebaut. Ach so, okay. Also es gibt jetzt hier eine Kamera quasi, das heißt, wenn wir jetzt beide in unserem Sitz sitzen und du fliegst quasi, dann kann ich auf die Kamerasicht schalten, mir die Kamera angucken. Ja. Und du kannst über einen Knopf im Cockpit, ich habe da so Buttons aufgestellt, kannst du quasi das Ding ausfahren. Ja, ja, nee, ich meinte jetzt eigentlich eher, wenn du, Ach so, meinst du das? Wenn ich jetzt quasi auf dem Weg bin, drück bei mir einen Button und kann über Remote Access sozusagen dann den Button aus dem Cockpit betätigen. Ja, aber das sollte schon mit den Antennen, sollte das doch gehen, oder? Das sollte funktionieren. Ich habe es bloß so noch nie ausprobiert. Also, das habe ich noch nie ausprobiert, okay. Ob das so funktionieren kann. Nee, ich auch nicht. Aber wäre cool, weil das wäre dann wirklich, dann kannst du dir das in dem Bohrer oder im Schweißschiff oder wie auch immer als Shortcut setzen, diesen Reverse-Befehl. Und dann wird es schon richtig angenehm. Schon wieder? Ich lasse irgendwas... Ah, jetzt weiß ich, warum da... Sachen runterfallen, weil das die Dinger sind, die noch im Verbinder liegen, weil wir Sachen nie richtig einordnen, sondern immer nur in die Verbinder legen. Ach so. Die Bescheuerten. Deswegen liegt hier noch Teile rum. So. So, ich versuche jetzt mal wirklich so viel Eisen wie irgend möglich mitzubringen, damit wir einfach auch mal ein bisschen Ruhe jetzt haben. Ich brauche auf jeden Fall, ich muss den Bohrer noch ganz, ganz hart umbauen. Der braucht auf jeden Fall mehr Bohrköpfe, weil das dauert mir echt ein bisschen zu lange so. Ja? Also ich dachte da so an 6 Stück oder so. Ja, klar. Wenn das ins Design reinpasst, beziehungsweise es muss ja in den Hangar passen, ist das größte. Ja gut, im Zweifel kannst du den Bohrer ja auch noch außen parken. Dass du den halt einfach draußen parkst, wenn er zu groß wird. Oder in dem Hangar oben. Wenn wir oben noch einen Hangar. Wenn er da dann noch reingeht. Ja, locker. Also da ging unser Alter rein. Ja, ja. So als Vergleich. Ja, das sollte gehen. Sollte noch gehen, da brauchen wir bloß in den oberen Hangaren, ja, brauchen wir bloß an der Decke verbinden, dann können wir das ja auf dem Rücken einparken, das Ding. So. Wir haben tatsächlich auch mal kurz drüber uns unterhalten, ob wir vielleicht... Ja, wir beide. Okay. Ob wir noch ein weiteres Deck unten anbauen. Ein großes Hangardeck, quasi für den
für unseren großen Bohrer, der dann noch kommen soll. Haben wir darüber geredet? Darüber haben wir tatsächlich geredet. Ich wäre eigentlich dagegen. Ja, das war halt so ein mehr oder weniger noch so eine Art Möglichkeit, um den irgendwie stilgerecht anzudocken. Weil ich denn jetzt? Da hatte ich ja auch ein bisschen noch was vorgehabt. Das verrate ich aber nicht, wie der im Detail aussehen soll, weil ich habe mir da ja schon echt einen Plan gemacht. Ah, jetzt weiß ich, was du meintest. Ja, doch. Nee, alles gut. Also ich weiß, dass wir darüber geredet haben, aber ja, mit dem neuen Deck hatte ich nicht auf dem Schirm. Okay. Ah, das werden wir dann sehen. Also wie gesagt, das ist ja noch ein bisschen hin, bis wir den großen Bohrer bauen. Weil bis dahin müssen wir noch viele Bohrer-Sessions machen, wo wir hier jetzt ein bisschen den Schmutz mitnehmen. Vor allem erstmal unser großes Schiff fertig bauen. Ja, das kommt dazu. Wobei, wie gesagt, auch der Bohrer, der, das wäre so als Parallelprojekt zum Schiff fertig bauen ganz cool, fände ich jetzt. Frage ist halt auch, wann ist unser Schiff fertig? Das ist ja schon so ein bisschen so eine Endlosbaustelle. Ja, das Ding erweitert sich immer von Session zu Session, würde ich fast sagen. Vor allem, wir sind ja modular, ne? Also momentan, was mir halt gar nicht gefällt bei unserem großen Schiff, ist, wenn du von unten dran schaust. Das finde ich, schaut echt ein bisschen grausam aus. Ja gut, aber wer schaut denn an ein Schiff von unten? Ich, weil ich da unten drunter gerade bin und bohr. Ja gut. Aber das schaut halt ein bisschen, weiß nicht, da fehlt mir noch ein bisschen Detail. Ja? Da, wenn man jetzt oben ins Cockpit. Wenn wir da jetzt noch so eine Art Docking-Bucht für ein anderes großes Schiff schaffen würden, um das quasi so ein bisschen verschachtelt anzudocken, fände ich auch ganz cool. Ich bringe auf jeden Fall sehr viel Liebe mit. Jetzt haben unsere Eisensorgen erstmal ein Ende. So, Kolben heißt jetzt, dann bin da rechts. Mal angucken, wie das aussieht. Ah, irgendwas ist hier gerade explodiert. Und er fährt nicht aus. Ich schau mir das jetzt auch mal an. Ist der fertig? Ich hab den fertig gebaut. Ich höre gerade mal runter. Oh, unser Schiff ist auch noch viel zu dunkel. Also allgemein so fürs Let's Play. Zu dunkel? Also innen drin meinst du? Also unten geht's einigermaßen, aber oben ist Katastrophe. Zweites Deck ist Katastrophe. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ausleuchten. Das kann ich ja mal machen in der ruhigen Minute. Warum ist denn hier jetzt gerade alles explodiert? Das verstehe ich nicht. Was? Also wirklich komplett, der ganze Boden wurde hier rausgerissen. Vielleicht vom Verbinder? Ich komm mal rein und schau mir das mal an. Weil ich habe jetzt so viel Eisen dabei, da sind selbst unsere ganzen Raffinerien eine Zeit lang mit beschäftigt. Da stricken die noch ein paar Tage dran. Ich habe hier einen ganz normalen Kolben eingebaut. Wie habe ich das denn auf der anderen Seite gemacht? Ich habe das Gefühl, dass ich hier auch Boah, es ist echt mega dunkel hier drin. Ich baue ja jetzt Licht rein. Ja, ich baue auch noch ein bisschen Licht daran. Das ist mir echt zu doof. Also das Problem ist halt, wenn ich schon nichts sehe, so dann sehen die Zuschauer erst recht nichts. Ja, ich weiß, was du meinst. Hä? Was denn hier? Ach, ist hier hingeflogen, okay. So, was wir auf jeden Fall jetzt brauchen, und das baue ich jetzt als allererstes, ist erstmal ein Control Panel. Um hier auch mal ein bisschen... Ja. Was bin ich denn hier? Ach, in deinem Zimmer hat es weggesprengt. Oh, jetzt habe ich keine Stahlplatten mehr. Mann. Das ist eine Action hier. Willst du heute nicht so ganz, wie du willst? Ja, die eine Seite hat auf Anhieb funktioniert. Die andere Seite meinte jetzt gerade, sie hatte keine Lust. Weiß aber nicht warum. Ich gucke mir jetzt die andere nochmal an. So, auf der anderen Seite habe ich den Kolben genau ein Feld drin. Dann wird das hier jetzt auch passieren. War schon, als ich gebaut habe, war das schon ein bisschen merkwürdig. Weil er da mit dem Kolben unbedingt einen mehr haben wollte. Ihm zugestehen würde. So. Herstellungskomponente. So, okay, jetzt schauen wir mal, ob ich es fertig krieg. Ich
den Platz im Inventar. Ah, die Kommunikationskomponente waren so mega schwer, deswegen war ich immer so voll. Na gut. So. Und jetzt muss da eigentlich der Kolben reinpassen. Warum tut er das nicht? Gönner mit dem Kolben. Warum willst du nicht? Doch, jetzt will er. Ah, der war falsch. Ah, jetzt raff ich das komplett. Ich hatte den falsch rum eingebaut und der hat quasi nach innen geschoben. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Ah, ist kein Wunder, dass das explodiert ist. Jetzt fliege ich auch noch in die falsche Richtung. Mann. Es läuft heute bei dir, oder? Ja, so richtig? Also links war richtig gut, rechts war richtig scheiße jetzt. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Haufen Computer für das, was ich jetzt hier gerade mache. Ich verschönere mal ein bisschen das Landedeck. Stahlrohr groß fehlt mir noch, okay. Jetzt fehlt mir alles. Okay, Computer, interne Panzerung. So, der Kolben ist fertig und diesmal auch in die richtige Richtung. Dann nehmen wir wieder unseren Geheimausgang, den der Zwergtyp nicht sehen darf. Upp. Oh nein! Deswegen ist nämlich auch der Verbinder nicht kaputt gegangen. So, jetzt habe ich wahrscheinlich keine Stahlplatte im Inventar und kann deswegen den Quatsch nicht bauen. Doch, ich habe Stahlplatte. Warum kann ich jetzt darauf... Computer fehlen noch. Alter, das Spiel will mich doch verarschen. Kann da gar nichts drauf bauen, warum nicht? Ach, nee. Das sind jetzt mal ausfahren. Ja. Fährt in die richtige Richtung aus. So. Was willst du denn dann noch von mir? Hm? Nochmal schneller. Ne, das schaut doof aus. Aber das können wir auf jeden Fall hier noch machen. So, jetzt hat's funktioniert. Hoffentlich. So, dann muss ich wieder ins Cockpit jetzt. Das war das Letzte, was ich diese Folge mache. Ins Cockpit gehen? Nö, das Ding einstellen. Achso. Ja, wir sind schon wieder ganz schön weit gekommen. Ja. Zumindest für heute. Aber ihr wisst ja, die nächste Folge kommt ja bekanntlich bestimmt. Wenn auch manchmal nicht so ganz gedacht. Verbinder rechts. Ja. Kamera. Verbinder rechts. So. Sieht gut aus. Und dann lege ich hier auf die rechteste Taste den rechten Kolben. Ja, das sieht sehr gut aus. So, jetzt haben wir zwei Verbinder, die sich ausfahren lassen vom Cockpit aus. Bin ich mal sehr gespannt. Mit Kameraüberwachung. Also deine Zuschauer sehen das ja tatsächlich schon, meine noch nicht. Aber wenn wir dann nächste Folge mal in Angriff nehmen, dass man dann ein bisschen mehr was auch bei mir sieht. Jetzt werde ich mal kurz noch die letzten Lichter hier anschrauben. Ich würde sagen, verabschieden wir uns, oder? Ja, kurze Sekunde. Hier, ja, ich baue gerade noch die letzten Lichter an, um einfach das mal ein bisschen hier heller zu kriegen. Ja, das sieht gut aus. Also die müssen auf jeden Fall aber auch alle noch heller werden. Weißt du ungefähr, wie viele... Ah, das ist cool hier. Ja, so ein kleines Kommando, also Kontrolldeck sozusagen. Weißt du ungefähr, wie viele du angebracht hast? Lichter? Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So? Ja, super. Kannst auch gerne, also von mir aus kannst du gerne die ganzen Lichter ordentlich aufdrehen. Also ich habe da gar kein Problem mit, wenn du die richtig auf Vollspeed aufdrehst. Ja, aber das Problem ist, ich zeig dir mal, wie Vollspeed aussieht. Bin gespannt. 9 waren das, ne? 3, 4, 9. Dreh mal richtig. Also ich finde das jetzt... Wow. Okay, das ist ein bisschen arg hart. Warte mal, mach mal heller. Stückchen. Heller? Ja. So ist gut. Boah, Alter.
Ja, also, du beschwerst dich also immer, dass man nichts sieht, ja, jetzt. Aber jetzt sieht man dir egal jetzt. Hä? Da müssen wir schon alle heller machen, wirklich im ganzen Bereich. Ja, wenn dann im ganzen, also müssten dann alle internen Lichter sozusagen auf die gleiche Stärke stellen, aber dann siehst du wenigstens auch mal was in dem Schiff. Ja, ja. Stellst ein bisschen Chase runter. Ja, aber ist doch deutlich heller schon. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Genau, und bis zur nächsten Folge, liebe Freunde da draußen. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.